Hi, Gude und herzlich willkommen zurück zu Nomadheim. Ich bin der Typ mit dem Bart. Oh, geht's vielleicht hier lang? Ja, ich möchte euch zu einer neuen Folge begrüßen, der keine Karten-Challenge. Also ihr seht es ja wahrscheinlich selber auf dem kleinen Bild hier unten schon, dass oben die Minimap ausgeblendet ist für alle, die das erste Mal mit dabei sind. Ich versuche das Ganze zu bestreiten, ohne auf die Karte zu schauen, und die Karte an sich selbst ist auch ausgeschaltet und ich kann auch keinen Kartentisch benutzen. Das geht alles gar nicht. So, so viel mal ganz kurz zu der Erklärung, was ich hier eigentlich treibe. In der letzten Folge haben wir uns auf die Suche nach Eiktü begeben. Ich habe ihn leider nicht gefunden. Ich hoffe, das werden wir heute irgendwie hinkriegen. Sorry. Ich habe ja schon die eine oder andere Himmelsrichtung ausprobiert und ich werde heute mal Richtung Süden laufen und gucken, ob ich da irgendwo mal dann an dem Altar vorbeikomme. So weit kann er ja gar nicht weg sein. Ja, also ich habe es im Urin, der muss hier irgendwo sein. So, bevor wir aber starten, noch der kurze Hinweis. Heute Abend der Stream startet normalerweise um 20 Uhr mit der Reisegruppe Hässlich. Robin, Fenrir, unser Community-Mitglied, dem Axaran in Sons of the Forest. Es geht heute bei mir zumindest um 19.30 Uhr los, denn wir werden deshalb ein bisschen früher anfangen, weil wir ja im Zuge der 1000 Abonnenten-Special-Sondersendung-Video, die ich gemacht habe, eine Verlosung ja gestartet hatten und das wird heute Abend ausgezählt, beziehungsweise ausgelost. Ich würde mich also freuen, wenn ihr ab 19.30 Uhr auf meinem Twitch-Kanal mit dabei seid und ja, ich hoffe, es wird ein paar glückliche Gewinner geben, also die wird es auf jeden Fall geben und vielleicht habt ihr auch Lust danach noch ein bisschen im Stream dabei zu bleiben. Das ist also euch überlassen. So Freunde, los geht's! So, genau. Also ihr seht es ja selber hier oben, keine Minimap, wenn ich auf M drücke. Also ich hämmer da richtig drauf, ja. Da ist nichts, da passiert einfach gar nichts. So, wir gucken mal eben, was wir noch im Inventar haben, denn ich bin in der Zwischenzeit gar nicht großartig zugekommen, noch irgendwie große Dinge zu vollführen. Wir müssen mal eben ein bisschen aufräumen hier. So, da haben wir noch eine Trophäe. Den können wir mal da reinpacken. Die Federn packen wir auch mal mit hier rein. Das Holz müssen wir jetzt auch nicht unbedingt mitschleppen. Himbeeren können da rein. Ich muss das gerade eben echt alles mal so hin machen. So. Das kommt hier noch rein. Die Bienenkönigin. Da wurde übrigens neulich auch gemeckert, warum ich da einfach dran vorbeilaufe. Das ist einfach manchmal so im Eifer des Gefechts. Ich will das jetzt nicht entschuldigen, aber manchmal bin ich einfach nur so ein bisschen durch. So. Aber dann mal hier die Luke noch zumachen. Genau. Kurz mal was zu essen reinwerfen. Das, das und das. So, und jetzt muss ich gerade mal schauen. Wir sind, einen Weg haben wir da lang. Das heißt, wenn hier der Norden ist, sind wir schon in dieser Richtung unterwegs gewesen? Nee, wir gehen einfach mal Richtung Norden, oder? Lasst uns doch einfach mal schauen, was uns da erwartet. So. Ach, Himmel, Herrgott. Was will er denn? So. Irgendwo muss doch hier der doofe Altar sein. Er kann doch gar nicht so weit weg sein. Ich hatte zwar gerade gesagt, wir gehen Richtung Süden, aber ich meinte eigentlich diese Richtung hier. Weil da war ich ja noch gar nicht unterwegs. So. War übrigens ein witziger Kommentar noch mit unter einem der letzten Videos. Ich glaube, der war wieder von Shallowayne. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Bezüglich dem mal eben links abbiegen, wenn man eigentlich vom Weg abgekommen ist, ist hier relativ tödlich. Ja, ich kann das so bestätigen. Das ist mal eher nichts. So, was sehe ich da hinten?
So, hier ist wieder eine Hütte. Müssen wir mal eben ein bisschen aufräumen hier. Das ist mir alles zu viel Zeug hier in der Gegend. Oh, Freunde, ist der da unten? Nee. Ach, schade. Ich dachte, das wäre er gewesen. So. Oder ist das vielleicht doch? Nämlich das nervt, ne? Erst hier einen auf dicke Hose machen und dann hauen sie ab. Und gleich kommen sie wieder. So, weiter, 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 weiter. Ach ja. Ich muss mich immer mal umdrehen zwischenzeitlich und mal gucken, ob ich den Weg noch entdecke. Ah, guck mal, hier haben wir wieder so ein bisschen offenes Feld. Vielleicht ist der ja hier irgendwo. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe den Beschwörungsaltar von Eiktür also auch schon in jeder Form gehabt. Mitten im Wald, mitten am Ufer. Also eigentlich taucht das Ding überall mal auf. So, jetzt ist natürlich auch gleich noch meine Hake im Eimer. So. Aber da haben wir ja eine Hütte da vorne. Da können wir wahrscheinlich gleich schon mal eine Werkbank reinsetzen, dass ich wenigstens das mal reparieren kann. So, genau. Sprach's und Ende war's. So. So, kann ich's hier benutzen? Ja, sehr gut. Können wir nämlich hier auch gleich mal. Einfach mal reparieren, weil es ja einfach nichts kostet und weil wir es können. So. Oh, was haben wir da unten? Ist er das? Ja, Mann, da ist er. Yay! Wir haben den Scheißaltar gefunden. Ist das geil? Oh, Freunde, ich sag's euch. So. Sehr gut. Dann können wir da gleich auch nochmal einen Weg hochzimmern. So. Hugin hat auch wieder eine Meinung dazu. Dankeschön. Bestie aufrufen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Können wir gerade einen Weg da hoch machen und dann können wir gucken, dass wir irgendwie noch einen Hirsch jagen. Denn ich brauche, glaube ich, noch Trophäen. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchte man denn noch? Ich glaube, drei? Fünf? Ne, drei, ne? Drei waren es. Bei Yakluf waren es fünf von diesen Statuetten. So, können wir gerade mal ein Stückchen Kaffee trinken? So, von wo bin ich denn gekommen? Wo war denn mein Weg? Ach, da.
Wenn wir den gerade hier auch verbinden. So. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, dann würde ich aber sagen, dann hauen wir hier nochmal ein Feuerchen rein. Oder auch nicht, aber wir reparieren nochmal eben. Komm. Das machen wir nochmal schnell. Pfeile, 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 Pfeile. Ich weiß gar nicht, wie habe ich denn den Kollegen das letzte Mal gemacht? Ich glaube, mit einem großen Turmschild bist du ganz gut dabei. Genau, Turmschild und ich glaube mit dem Speer, ne? Meine ich. So müsste das eigentlich was geben. Dann lasst uns noch mal gucken, dass wir vielleicht erst noch mal eine Runde jagen gehen, bevor wir uns dann mit dem Kollegen auseinandersetzen. Aber jetzt gucken wir erstmal. Ich muss mir hier mal irgendwie so einen richtigen Knotenpunkt schaffen hier. Ist das alles so halbgar hier, ne? Mann, bin ich froh, wenn ich in Dungeons gehen kann und dann irgendwann in der Lage bin, Portale zu stellen. Das kann ich euch aber jetzt schon sagen, Leute. Ja, eine mystische Kraft stoppt mich. Am Arsch stoppt die mich. So, wo war denn jetzt meine Butze? Ich glaube, da muss ich hier lang, ne? Mein Zimmer mit Meeresblick. Oh, ich hoffe, dass es hier war. So. Oh je, einfach 3 Meter drunter. Jetzt aber. Getroffen. So, hier müsste es liegen. Da haben wir noch Pilz. Ich freue mich immer, wenn ich Pilze finde. So, da ist wieder eine. Das war ja schon mit Ansage daneben. Toll, ich reite auf dem Schwein. Er reitet einfach auf dem Schwein. Wie kann das sein? Das ist auch noch ein Wutzi. Ja, wir brauchen heute noch ein bisschen Rüstung herstellen. So, aber ich meine, ich hätte, glaube ich, noch eine Hirschtrophäe, müsste eigentlich noch unten in meiner Butze sein. So, jetzt muss ich aber wieder aufpassen, dass ich nicht wieder so völlig bescheuert abbiege und nachher den Weg nicht mehr finde. Wäre ja jetzt auch nicht das erste Mal. Oh, Pilze. Und meistens fängt es so an. Oh, Pilze. Oh, Blumen. Oh, verlaufen.
Wo war denn noch mal mein Zimmer mit mehr Blick? Da sind wir doch langsam richtig. Guck mal da, Wutzis. Also voll ins Blinde? Alter, und voll getroffen. Ist das... Das war Gottleid, oder? Mann, war das geil. Sorry, aber ich muss mich gerade mal selbst dafür feiern. Hab ja sonst nicht so oft Anlass dazu. Aber jetzt, Respekt an mich selber. Ja, genau, darauf ein Kaffee. So, schauen wir doch mal rein, was wir hier noch haben. Da haben wir nichts, da haben wir Honig. Da haben wir Stein. Ach, guck mal. Ist doch alles da. Alles da, Freunde. Wir können auf jeden Fall mal einen Lederhelm herstellen. Das ist schon mal ganz gut. Dann stellen wir auch mal den hölzernen Turmschild her. Was nehmen wir denn für eine Farbe? Komm, wir nehmen mal grün-gelb. So, Feuersteinspeer. Kann ich irgendwas aufwerten? Ja, nee. Da haben wir leider ein bisschen zu wenig Krempel dafür. Aber guck mal, den können wir mal aufsetzen. Genau. So. Habe ich kein Holz mehr einstecken? Doch, ich wollte gerade schon sagen. Oh. Da habe ich doch eine Wurst dran gehängt. Mensch. Mensch, Mensch. Was will der Hugin denn schon wieder da? So, genau. Gehen wir mal zu. Was willst du, du komischer Vogel, du? Ah, ich habe ein Schild hergestellt. Mensch, da bin ich aber froh, dass du mir das gesagt hast, du. Ich könnte was zu essen vertragen, haben sie gesagt. So. Die kommt dahin, das kommt dahin. Alter, hier sieht es wieder aus wie Kraut und Rüben, aber man kennt das. Das muss so sein bei mir. Das heißt, wir flitzen jetzt nochmal zurück in unsere andere Butze. Dann gucken wir, was wir da noch an Dings übrig haben. Ups. An Leder, an Hirschleder oder Lederreste. Und dann gucken wir, was wir an der Ausrüstung noch verbessern können. Und sollte das alles nicht reichen, weil ich möchte es gerne auf Max haben, dann werde ich mich da offscreen drum kümmern, sodass wir dann auch im nächsten Video, das dann am Samstag kommt, mit Eiktür anlegen können und den einfach mal eins auf die Hörner geben, im wahrsten Sinne. Keine Ausdauer mehr. Lalala. Die Margret. Die schneckt sich hier manchmal ein ab. Ach du Schande. So. Eigentlich mal ein bisschen. Ja, genau. Einfach mal den Wald ein bisschen frei säbeln hier, ne? Da ist ein Hirsch. Da ist einer. Ich sehe ihn. Kaputt. Oh. Bums.
Na los, na los, macht schon. Ja, ein bisschen Schild blocken. Skillen. Das war frech. So, kein Bock mehr auf euch. Ihr seid doof. Apropos doof, wo ist der Weg? Da ist der Weg. Alter, man könnte echt meinen, da rennt so ein Holzbrett durch den Wald, ne? Also, da siehst du ja mal nichts. Und erwischt. Wahnsinn. Also, wenn es läuft, dann läuft's, ne? Tun sich auch ganz gut als Wegbegrenzung hier so Baumstämme, ne? Also muss ich ja mal ehrlich sagen. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber das nervt hier. Das muss weg. Keine Ausdauer mehr. So, jetzt aber schnell zurück. Es wird ja schon wieder dunkel hier, sag mal. Oh nein. So, jetzt aber. Das war klar. Das war so klar. Und das war wieder so typisch für mich, ne? Oh Mann. So, ich fange an zu frieren. Das ist aber nicht so schön. Das heißt, wir gehen erstmal wieder nach Hause. So, da haben wir auch noch. Ja, komm, das ist ja alles der Rede nicht wert, was ich hier habe. So, aber das haben wir, das haben wir. Das heißt, ich kann, wenn ich mir hier noch und so, nee, so und so, glaube ich, und das packen wir auch nochmal mit rein und ein Holz nehmen wir auch nochmal, dann kann ich mir, glaube ich, einen Speer bauen, ne? Genau, das ist doch der Feuersteinspeer. Sehr nice. So, kann ich hier was aufwerten? Tatsächlich nichts, ne? Einfach mal nichts. Was denn hier? Ach so. Ach so, ja, ich brauche nur den Hauklotz, ne? So, jetzt aber. Jetzt geht's doch, genau. Dann können wir nämlich auf jeden Fall mal den hier aufwerten. Und den auch. Den können wir auch aufwerten. Ah, die Axt werten wir auch mal auf. Ich glaube, das tut ganz gut. Jo! Mensch. Das war's für heute schon wieder, Freunde. Ja, kurz und knappe Folge, aber alles andere müsste ich jetzt noch offscreen machen, damit wir dann, wie angekündigt, nächsten Samstag dann auch Eiktür umhauen können. Da freue ich mich schon drauf. Und dann wird's spannend. Dann geht's nämlich los, den Älteren zu suchen. Und ich bin mal gespannt, was da so passiert. Aber bevor es so weit ist, gehen wir erstmal in den Dunkelwald und müssen erstmal den Dunkelwald überhaupt finden, bevor das hier überhaupt zum nächsten Boss geht. Also ihr seht selber, keine Karte, das ist echt eine Herausforderung, ne? Also das muss ich ganz ehrlich so sagen. Gut, Freunde, ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Nicht vergessen, heute Abend ab 19.30 Uhr bei Einzigartig im Stream auf Twitch vorbeischauen. Da gibt es die Verlosung dann von meinem Gewinnspiel. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Bis demnächst. Tschö. Mit Ö.